Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Big Ambitions. Ja, jetzt haben wir unseren letzten Schultag vor uns. Gehen wir natürlich gleich früh am Morgen los, damit wir unsere letzten 7 Stunden hier absolvieren, damit hier was vorwärts geht. Hier schaffen wir es nicht durch. Okay. Die letzten 7 Stunden kostet wieder 560. Aber okay. Jawohl. Und jetzt eröffnen wir basierend auf den Erkenntnissen ein weiteres Geschäft. Nehmen wir jetzt den Market Insider. Jawohl, Burger. Burger gibt es zwar 6. Genau, es gibt einen regelrechten Hype. Da schauen wir jetzt gleich einmal, ob bei uns in der Gegend hier ein Burgerladen hier zum Verkauf steht. Google Maps. Natürlich Großhandel können wir jetzt einmal ausblenden. Gebäude zum Vermieten. Das ist ja bei uns in der Gegend. Was wäre das hier? Es ist ein riesengroßes 225 Quadratmeter Gerät. Oder hier auch so ein kleines wieder. Können wir es im Bismann öffnen und können wir auch mieten. Da werden wir dann ein neues Unternehmen gründen, und zwar ein Schnellrestaurant. Und das nehmen wir dann natürlich Webis Burger. Okay. Alles klar. Voraussetzungen wäre eine Registrierkasse. Okay, da kann man natürlich jetzt einmal hier bei den Geschäftstypen reinschauen. Da können wir verkaufen Hotdogs, Getränkedosen, Salat, Pizza, Pommes. Okay, eine Registrierkasse muss man kaufen. Und ja, da schauen wir doch mal. Okay. Die Zeit steht noch, deswegen kann man hier in aller Ruhe überlegen. Da ist der nächste Burgerladen. Nein, das ist ja jetzt unser Burgerladen. Genau. Das ist jetzt unser Burgerladen. Okay, jetzt brauchen wir wieder, glaube ich, den Großhandel. Schauen wir mal, genau, da müssen wir hier wieder her. Genau, das werden wir jetzt als Ziel festlegen. Meter. So, dann schauen wir mal. Jawohl, ist geöffnet. Nehmen wir uns so eine Sackkarre. So, da brauchen wir jetzt wieder keine Tiefkühlkost. Okay, das ist jetzt erstmal das hier. Nehmen wir mal auch Papiertüten wieder mit. Ja, nehmen wir alle mal Papiertüten mit. Geschenke nicht. Herrenbekleidung auch nicht. Getränkedosen.
tierische Lebensmittel, Tiefkühlkost. Dann würde ich sagen, dann passt das schon mal. Das bringen wir jetzt zuerst einmal ins Geschäft. Okay. Das ist, wäre hier. Da müssen wir mal schauen, wo wir die ganzen Möbel herbekommen. Um eine Ecke müssen wir noch. Weitere Ecke. Ja, wir sind gleich da. Sind wir gleich da? Okay. Da haben wir ja hier wieder mal einen Lagerbereich. So, ja, passt schon. Wären wir hier schon richtig gewesen. Die lassen wir stehen, die verschwindet dann von selber. Okay, dann schauen wir mal hier wieder rein. Und zwar brauchen wir nicht ein Möbelhaus, Bürobedarf. Einrichtungshaus, weiß nicht, Einrichtungshaus, Möbelhaus. Also da gibt es das auf jeden Fall nicht. Da gibt es keine Möbel. Und schauen wir mal, wie ist denn hier mit Einrichtungshaus. Okay, das kommt mir hier irgendwie bekannt vor. Da glaube ich, bekommen wir unsere Sachen, die wir brauchen. Wieder die Sackkarre, genau, da bekommen wir alles. Registrierkasse. Nehmen wir halt einmal Einkaufskörbe mit. Dann so ein Getränkekühlschrank. So eine Theke. Kostet einiges. Da haben wir jetzt auch einige Kohle raus. Das ist unsere Wohnung. Das werden wir jetzt als Ziel fest. Das haben wir ja ganz schön, vielleicht glaube ich, wieder mit der Kirche ums Dorf gelaufen.
Danny Perry hat gekündigt. Das ist nicht gut. Okay, die Theke. Kasse. So. Dann hier stellen wir die Einkaufskörbe hin. Lebensmittel. Ich dachte, wir hatten auch Getränke schon mit eingekauft. Ah, die sind anscheinend hier von selber hier schon drin. Okay, da haben wir jetzt keinen. Ja, Öffnungszeiten können wir noch nicht definieren. Da würde ich jetzt mal sagen, da legen wir uns hin. Gehen wir mal hier zurück. Okay, da hat es uns jetzt zurückgebeamt. Brachten dich ins Krankenhaus. Okay, muss man natürlich auch wissen, dass das so ist. Da müssen wir jetzt auch einmal schauen, wo man denn hier wieder Personal bekommt. Das schalten wir aus. Öffnet in 48 Stunden. Also das heißt, das müssen wir jetzt noch mal selbst machen. Das heißt, wir müssen jetzt in unser Geschäft genau, da müssen wir jetzt hier in unser Geschäft laufen und selbst an der Kasse stehen. Denn hier Krankenhaus kostet 2000. Oh, 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 da müssen wir aufpassen. Da müssen wir höllisch aufpassen.
schauen wir mal am besten, in welche Richtung wir hier laufen. Okay, gehen wir noch eine Straße weiter. Rüber. Ja, sind wir etwas zu spät dran. Das Krankenhaus ist etwas leider außerhalb. Okay, können wir gleich bis Ende der Schicht vorspulen. Vielleicht glaube ich einmal ein bisschen reinigen. Ein bisschen Energie haben wir noch. Ja. Na, schaffen wir es denn hier? Jetzt das berühmte 1% noch finden. Okay, haben wir es. Ging zumindest schneller als beim letzten Mal. Okay, da ist noch genügend drin. Okay, schauen wir mal, ob der Kühlschrank noch was hergibt. Alles klar, und dann legen wir uns hin. 6.23 Uhr. Bisschen Gewinn haben wir gemacht. Okay. Jetzt haben aber diese Personalleute wahrscheinlich heute auch geschlossen. Jo. Dadurch werden wir jetzt nochmal eine Runde schlafen. Da gab es natürlich nichts. So, jetzt schauen wir mal. Personalvermittlung. Nee. Ah, das ist unser Burgerladen. Okay, öffnet in 2 Stunden. Mal schnell hin. Weil ich würde sagen, dann holen wir uns doch auch gleich noch eine Reinigungskraft. Geht ruckzuck. Schauen wir mal, wann die öffnen. Um 8 Uhr in ein paar Sekunden.
Okay. Also, für Geschenke, Fähigkeit, Kundendienst. Nehmen wir wieder einen mittleren Alters. Bestätigen. Was heißt neue Kampagne starten? Okay, dann neuer Mitarbeiter einstellen. Babys Geschenke, Fähigkeit, Reinigung. Da würde ich sagen, dann nehmen wir diesmal einen Jungen. Alles klar. Gut, da danken wir sehr. Genau, wir müssen aber jetzt dringend zurück und uns selbst diesen Tag an die Kasse stellen. Und ich beende jetzt gleich einmal diese Folge. Muss man hier gleich einmal kurz stoppen. Okay, Leute, und ich würde sagen, ich hatte zwar, glaube ich, schon gesagt, ich mache hier das noch so lange, bis der Burgerladen läuft, aber ihr könnt es glauben, das würde noch sehr, sehr lange dauern. Ich kann es einmal kurz zeigen, was man denn noch alles braucht. Erstmal ist klar, dass man natürlich solche Produkte noch kaufen muss. Und man muss natürlich auch dann diesen Grill noch kaufen, den muss man auch woanders dann noch kaufen, okay. Aber ich würde sagen, als Playtest war es ja jetzt einmal nicht schlecht, das so zu sehen, einmal so kennenzulernen. Und ich bleibe hier sicherlich dran. Und wenn das Ding hier fertig ist oder diverse andere Betas noch kommen und es was Wichtiges gibt, melde ich mich hier wieder auf dem Kanal. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche noch einen schönen Tag, bis bald, tschüss.